Hallo, Tesori miei, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir werden uns heute im Kollektiven anschauen, was möchte dir das Universum mitgeben? Ne? Was kommt auf dich zu? Was ist jetzt für dich besonders wichtig? Ne? Wo du auch dich sozusagen widmen sollst, ne? Deine Aufmerksamkeit richten. Das ist ja auch nämlich sehr wichtig. Ne? Manchmal haben wir zu viele Dinge, die uns beschäftigen, und dann verlieren wir wirklich den Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind in unser Leben. Ne? Und deswegen fragen wir hier das Universum, ne? Die Energie. Ich bitte dich. Das ist ja klar, dass nicht alles auf dich zutreffen kann, Tesoro mio. Das ist hier im Kollektiven. Bitte behalte es immer im Hinterkopf. Aber wenn du jetzt gerade dir dieses Video anschaust, dann ist es kein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle, auch wenn es nur ein Wort ist. Bitte setze das um, ne? Das ist ja klar. Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Dieses Video ist auch zeitlos, ne? Sobald du das dir anschaust, möchte hier das Universum dir etwas mitgeben auf dem Weg, ne? Hier kommt etwas auf dich zu. Und wir befragen jetzt die Engel, ne? Was möchte dir das Universum mitteilen, ne? Das beantwortet ja auch deine Frage, ne? Wenn du jetzt irgendeine Frage hast, die du in deinem Köpfchen hast, ne? In deinem Herzchen, weil das ist immer ein Unterschied, ne? Was in unser Herz ist und was in unser Verstand ist, ne? Das sind zwei Paar Schuhe. Du bist bereit, du bist bereit. Okay, Wahnsinn, Wahnsinn, du bist hier bereit. Mach diesen Schritt, wage diesen Schritt, tu das, was du jetzt vorgenommen hast, Tesoro mio. Tu es. Du brauchst jetzt nicht mehr zu warten. Du hast alles, alles, was du brauchst. Du bist hier bereit. Ich kann mir hier auch vorstellen, Menschen, die hier einen Schritt machen möchten in Sache Liebe, ne? Etwas Ernstes wollen, ne? Hier könnte aber auch eine berufliche Situation sein, ne? Wenn du sagst, ich möchte vielleicht wechseln oder ich habe mich entschlossen, das zu tun, ne? Auch für jüngere Menschen. Also guck mal, hier ist alles in Ordnung. Hier bist du bereit, sagen die Engel. Und das ist ja auch klar, dass du erstmal auch wissen sollst, ne? Wohin führt mich diese Situation? Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, von heute auf morgen wähle ich diese Situation aus oder ich wähle sie, weil da muss man auch immer vorsichtig sein. Ne? Ich sage jetzt nicht von heute auf morgen, du kannst das tun, ne? Nur weil die Engel das sagen. Nö, du valutierst die Situation, das ist ja klar, aber du bist hier wirklich bereit. Du brauchst hier gar nicht viel nachzudenken. Das ist ja immer dieses Gedanke, ne? Soll ich oder soll ich das nicht? Ist es für mich wichtig oder nicht? Ist es für mich wirklich der richtige Weg? Ne? Das fragen wir uns alle, ne? Und hier sagt die Karte, du bist hier bereit, ne? Das Universum möchte dir hier mitteilen, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Für den Kollektiven. Du bist hier bereit. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst, aktuell, ne? Deine aktuelle Situation. Aber du bist hier wirklich bereit für diese neue Energie, würde ich auch sagen, ne? Falls du jetzt, wie gesagt, irgendwas in Gedanken hast, vielleicht eine Idee. Du hast ein Projekt, du möchtest ja auch selbstständig, ne, etwas tun. Du bist hier wirklich im wahrsten Sinne bereit, ne? Wow, sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir weiter energetisch, ne, die Energienkarten, was sie uns geben, was für Türen sich öffnen für uns, ne? Wir fragen hier den Universum, das ist hier im Kollektiven. Wow, okay. Da haben wir etwas. Und das ist immer das, was ich sage. Diese Energie fließen lassen. Wir sind ja beim Halschakra. Das ist der fünfte Chakra. Das ist die blaue Farbe. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber meine Wand ist auch blau. Also diese Seite von meiner Wand ist blau. Das habe ich schon öfters auch erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht bist du neu, das weißt du gar nicht. Damals hatte ich auch so eine Blockade und man hat mir gesagt, blau ist sowieso eine Farbe, die heilt. Das ist die Farbe eigentlich von Michael, der Erzengel Michael. Und in jede Legungen, die ich gemacht habe, quasi jetzt durch andere, kam bei mir immer der Schutzengel Michael. Und deswegen habe ich auch diese Farbe genommen, ne? Lila, Blau, das sind jetzt so meine Farben, mit denen ich ganz viel arbeite. Und mit Blau kannst du auch ganz viel erreichen. Und gerade da sollte diese Befreiung stattfinden. Du hast hier irgendwie ein Kloß, ne? Wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der irgendwie tendiert alles
einzuhalten, alles behalten zu müssen. Du musst hier das befreien. Das könnte auch gut sein, dass du das schon befreit hast, dass du sagst, ja, ich sage jetzt das, was ich denke. Ich bin nicht mehr so wie früher. Ich lasse mich nicht mehr rumkommandieren. Ich lasse mir nichts mehr sagen. Ich sage das, was ich denke auch. Ne, das ist ja klar, du sollst jetzt hier kein Blödsinn sagen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass du jetzt alles sagst, was dir im Gehirn sozusagen abgeht. Oder ja, manchmal sollte man wirklich aufpassen, wie man spricht. Aber das ist ja eine Blockade, die du hast, weil du einfach hier schluckst. Du schluckst zu viel. Du bist irgendwo in irgendeiner Situation, in der du das einfach nicht mehr aushalten kannst. Und guck mal, die drei vorne, das ist fantastisch, diese neue Sichtweise, das Neue zu erlangen, bereit zu sein, das zu öffnen, weil wir haben keinen Chakra, der geschlossen ist. Also bitte glaubt nicht an solche Dinge. Also ganz öfters hört man das in diesem New Age, ne? Geschlossen, man muss ihn öffnen. Nein, sonst werden wir schon längst tot sein. Also die Chakren sind alle geöffnet, nur die Energie fließt bei manche zu viel, bei manche zu wenig. Man muss immer diese Mitte haben. Man muss immer diese goldene Mitte, ne? Man muss wirklich diese Balance finden, ne? Diesen Gleichgewicht. Und hier hast du diese Farbe Blau. Das ist ja auch klar, ne? Blau ist ja auch, hat ja auch mit der Heilung zu tun. Du kannst ganz viel mit Blau machen, ne? Ich habe früher auch Blau als Licht benutzt. Für mich, ich habe mir vorgestellt, quasi ich habe das Licht angemacht, ne? Und habe mir vorgestellt, dass dieses Licht sozusagen von den obersten Chakren, also meine Kronenchakren, reingegangen ist und mich gereinigt hat, mich geheilt hat. Und das hat wirklich funktioniert. Das funktioniert tatsächlich, wenn du aber daran glaubst, ne? Das möchte hier das Universum sagen. Du musst hier, falls du sagst, ich habe eine Blockade oder du sagst, ich hatte eine Blockade und jetzt habe ich sie gelöst, jetzt sage ich das, was ich denke, den Menschen da draußen, Situationen, an denen ich früher nicht mich äußern konnte, äußere ich mich, ne? Wow, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dann hast du hier auch eine Quersumme wieder von 3. Das ist ja klar, 12. Man tut immer verkleinern. Und 3 ist wieder diese neue Sichtweise, diese 3. Du bist Körper, du bist Seele, du bist Geist. Ne? Weißt du, was ich meine? Du bist alle 3 zusammen. Du bist nicht nur Körper, du bist nicht nur Seele oder du bist nicht nur Geist. Du bist alle 3 zusammen. Das solltest du einsehen. Ne? Wow, als Wesen. Wunderschön, ne? Das ist ja wirklich fantastisch, auch von der Numerologie. Du siehst ja die 9 hinten. Die 9 ist wirklich auch diese unendliche Liebe, ne? Wer die 9er hat, öfters, wenn ich auch private Legungen mache, kommt die 9, ne? Die 9 ist eine Energie, die nicht einfach ist, ne? Die 9 ist gerade am Schluss, ne? Das ist ja so, die 9 ist die letzte Zahl auch, ne? Und sie beinhaltet alle Zahlen. Und das ist nicht einfach, ne? Das ist auch der Eremit, die 9. Die ganzen Antworten muss man immer in sich suchen. Man zieht auch gewisse Menschen an, ne? Weil man einfach diesen Magnet hat, ne? Also da könnte ich stundenlang reden, aber wir lassen jetzt diesen Thema. Wie gesagt, das möchte dir jetzt gerade das Universum mitteilen, ne? Ich weiß ja nicht, wo deine aktuelle Blockade ist, aber hier ist es gezeigt an den Halschakra, ne? Das ist ja klar, wir sind ganz viele Menschen da draußen, bitte erzwinge dich nicht, wenn du sagst, ja, das kann gut sein, ich fühle immer ein Kloß oder das ist so, wie wenn ich mich nicht äußern könnte. Und jetzt kannst du das, du wirst das tun, ne? Das Universum sagt, du wirst das hier packen, du bist bereit, alles zu sagen, alles zu machen, das, was für dich in Liebe ist, ne? Du musst ja auch gesunde Grenzen setzen können, ne? Diese Halschakra ist ja auch das, zu sagen, stopp, zu sagen, nein, wenn nein nötig ist, nicht immer ja zu sagen. Weißt du, was ich meine, Tesoro mio? Es gibt verschiedene Situationen. Ich weiß jetzt nicht, was du gerade erlebst, aber wie gesagt, du setzt das jetzt um. Machen wir weiter. Was möchte dir das Universum mitteilen? Da kommen die Karten schon raus. Wut und Groll. Vergib anderen, vergib dir selbst. Also hier ist irgendeine Situation, in der du in dir Wut hast, ne? Diese Situation ist für dich nicht einfach, Tesoro mio. Du hast vielleicht eine, sagen wir, diese ganze Wut, ne? Das ist ja das, was ich gesagt habe. So, Tesoro mio, kurze Unterbrechung. Haustür hat geklingelt, ne? Da muss man ja hin. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest hier
irgendeine Situation, ne, die du mit dir führst, ne, oder mit dir mitgeführt hast und du bist hier bereit, ne, das ist klar, guck mal, wie sie alle in Resonanz sind. Entweder hast du noch hier jemanden zu vergeben oder quasi dir selbst oder du bist schon, ne, in dieser Situation, in der du sagst, okay, ich habe das alles eingesehen, ne, und ich bin bereit hier, ne, zu vergeben, auch mir selbst, ne, weil du kannst nicht so leben. Das ist ja klar. Das ist für dich nicht gut, ne? Im Positiven, das bringt dir nichts Gutes, ne? Und dann wirst du ja auch immer Situationen anziehen in deinem Leben, die hier mit diesem Wut zu tun haben, mit diesem Groll, ne? Mit dieser innerlichen Wunden. Und guck mal hier, da hast du wieder Zahlen, die hier wirklich von sich sprechen. Du hast hier die 3, wieder diese neue Sichtweise, dieses Erlangen, dann hast du die 6 hinten, das ist diese Vollkommenheit, diese, wie sagt man das? Du erfährst hier diese Vollkommenheit, du kannst hier etwas erreichen, wenn du daran arbeitest, ne? Und dann hast du die Quersumme von 9, das ist wieder diesen Abschluss, ne? Was ich ja vorhin auch gesagt habe. Und die Karten sind hier alle in Resonanz des Oromio. Das bedeutet für dich, das Universum sagt hier, entweder du bist gerade dabei, ne, im Kollektiven irgendwie etwas einzusetzen für dich oder an dir zu arbeiten oder du hast das schon gemacht, ne? Du bist gerade in dieser Situation und sagst, ja, ich bin schon an diesem Vergeben, ich habe schon vieles erreicht in meinem Leben, ich bin hier auch bereit, das Neue in meinem Leben zuzulassen, weil du hier ganz gut gearbeitet hast, ne? Das ist ja klar. Und falls du sagst, nö, ich habe immer noch Situationen in meinem Leben, ne? Ich ziehe immer noch solche Menschen an, ne? Das ist ja klar, dass wir extra dieses Video gemacht haben, um uns hilflich zu sein, ne? Was möchte dir das Universum mitteilen? Hier hast du noch Dinge, die vielleicht noch nicht abgeschlossen sind. Das ist damit gemeint, ne? Okay, machen wir weiter. Jetzt machen wir mit den Tarotkarten weiter. Wie gesagt, die sind ziemlich neu, aber die sind schon ähnlich wie die normale Tarotkarte. Nur die kleine, die Hofkarten, nicht so, ne? Aber wie gesagt, ich erkläre sie ja. Okay, mal schauen, was auf dich zutreffen wird. Was möchte dir hier das Universum mitteilen? Die Fallen hier. Guck, da hast du den Neustart. Das ist ja klar. Du hast hier den Narr. Das könnte hier wirklich der Neustart sein in dieser neue Energie, dass du hier etwas wagst, dass du hier wirklich nicht mehr in dieser alten Energie bist, ne? Und es könnte aber auch gut sein, dass du jetzt sagst, guck mal, ich habe zu viele Gedanken. Das irritiert mich. Ich habe zu viele Dinge zu denken gerade, momentan in meinem Leben, ne? Und das Ganze erlaubt mir nicht vorwärts zu kommen. Das schaffst du. Du bist hier bereit, ne? Hier sagt das Universum, du brauchst hier nur selber, ne, selber an dir etwas zu machen. Und dann kannst du das schaffen. Also du brauchst hier nicht die Lösung draußen zu finden, quasi, dass hier jemand dir die Lösung gibt und sagt, bitteschön, da hast du die Lösung, sondern sie ist in dir. Du kannst wirklich ganz, ganz viel erreichen, ne? Was haben wir hier? Du hast hier auch, dass du diese innerliche Reise betätigen kannst, ne? Wir reden jetzt hier von eine innerliche Arbeit, dass du jetzt sagst, guck mal, ich habe nach innen gesucht, in mir, und ich habe festgestellt, dass ich ganz viel erreicht habe, wenn ich in mir hineinschaue. Also ich vermute auch ganz stark mit diese 2 Karten nebendran, also quasi hier, dass hier auch das innere Kind verletzt worden ist, dass hier das innere Kind eine große Rolle spielt, ne? Also das könnte auch gut sein, aber das nimmst du mit der Pinzette, weil wir sind ganz viele Menschen da draußen, ne? Das könnte aber auch gut sein, dass hier bald eine Reise kommt, etwas, dass du dich fortbewegst, ne? Dass du hier sagst, ich fahre, ne, irgendwohin, wo mich auch jetzt gerade, sagen wir mal, die Energie hinführt, ne? Ich weiß ja nicht, was du aktuell machst, aber das könnte hier auch mit einer Reise verbunden sein, dass du dich jetzt fortbewegst, ne, für diese Situation. Stell dir mal vor, du hast vorgenommen, ne, Arbeit zu wechseln oder Job zu wechseln, ne? Und du ziehst um, ne, wegen diesem Jobwechsel. Oder du hast dich entschieden, mit jemandem umzuziehen oder zu dieser Person zu ziehen, ne? Das ist ja auch eine Reise, die du machen könntest.
Also hier haben wir schon mehrere Varianten. Wir sind ja auch ganz viele Menschen. Aha, guck mal. Und da ist auch der Turm. Also du hast hier zwei große Arkanen. Guck mal, Kompliment. Hier ist eindeutig die Seele dabei. Und das ist ja auch die Sinn der Sache, weil wir haben ja gefragt im Universum, was wird auf mich zutreffen? Was kann ich besser tun? Welche Türen eröffnen sich? Guck mal, das Ganze, was in deinem Leben gerade passiert ist, das sollte passieren. Das musste so passieren, weil du jetzt nicht mehr mit diesem Gleichgewicht, ne? Rotura dell'equilibrio. Du bist nicht mehr in diesem Gleichgewicht, wo du damals warst. Alles, was alt ist, was du geglaubt hast, was du festgehalten hast, ne? Ich mache dir mal ein Beispiel. Du warst in einer alten Situation irgendwo bei der Arbeit, ne? Wir reden jetzt hier beruflich, das kann aber auch in der Liebe sein, an denen du sagst, ich habe geglaubt an diese Person, ich habe geglaubt an diese berufliche Situation, aber das Ganze ist nicht mehr so. Ich bin aufgewacht, der Turm ist ja auch das, was quasi diese ganzen alten Sichtweisen auch, ne, zerstört. Man sieht das nicht mehr so, ne? Alles fällt. Weißt du, was ich meine? Und das sollte auch so passieren. Das muss auch so passieren. Falls du jetzt sagst, momentan ist eigentlich nichts Großartiges passiert, das könnte gut sein, dass wir durch diese Situation, das kann ja auch in die nahe Zukunft kommen, ne? Dass hier die Dinge einfach dann nicht mehr so sein werden, wie du das dir vorgestellt hast oder wie du das dir vorgenommen hast. Die Dinge sollten einfach hier seine Richtigkeit haben. Und das sollte eigentlich so sein, ne? Das Universum lädt dich hier ein, diese Situation auch zu betrachten. Nicht nur eine Situation, sondern auch mal eine andere Situation von einem anderen Blickwinkel. Das ist damit gemeint, ne? Wie gesagt, hier sind aber auch Zustände als Kind. Ne? Das stelle ich mir ganz gut vor. Ne? Das ist ja klar, du hast hier Dinge erlebt, die in deiner Kindheit auch zu tun gehabt haben und dich dazu geprägt haben. Wie bin ich heute? Was ist aus mir geworden? Ne? Das möchte hier das Universum dir auch sagen. Lusso Gioia. Und hier kommt schon eine wunderschöne Karte. Guck mal, was du hier hast. Fünf der Stäbe. Siehst du, fünf der Stäbe ist hier im Positiven gezeigt. Das ist so ein Beispiel, ne, bei den Karten. Fünf der Stäbe ist keine positive Karte bei uns, quasi bei den normalen Tarotkarten, sondern da ist ja Streitigkeiten, Konflikte und gerade andersrum. Hier ist fünf der Stäbe eine gute Karte. Hier ist wirklich etwas Schönes. Hier erwartet dich etwas Schönes nach dieser ganzen Situation, was passiert oder was passiert ist, weil ich weiß ja nicht, ob es aktuell ist oder quasi, das könnte noch passieren und dann erwartet dich das Gute. Guck mal, manche Dinge müssen seinen Verlauf haben. Du kannst das gar nicht ändern oder du kannst da großartig nichts machen. Weißt du, wenn das die göttliche Hand auch gibt, ne? Wenn das Schicksal hier eine Rolle spielt, ne? Weil, guck mal, der Turm, der Narr, das sind große Arkane, da ist die Seele dabei. Du kannst nicht der Seele widersprechen. Entweder du machst das so oder es passieren andere Dinge, ne? Ich sag das immer wieder. Der Körper kriegt dann quasi diese Konklusionen, diese, wie sagt man das? Wie soll ich das jetzt am besten sagen? Mir fällt es jetzt nicht ein. Die Seele hat dann diese Nachteile, ne? Das sind die Konsequenzen, die dann der Körper, Entschuldigung, der Körper dann trägt, wenn die Seele etwas sagt, wenn die Seele sich manifestieren möchte und der Körper macht nicht mit, diese Rationalität. Ich versuche nicht dran zu bleiben. Ich versuche, das zu vermeiden. Und dann kommen andere Dinge ins Spiel. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst mich, ne? Weil das ist nicht immer einfach. Okay, machen wir weiter mit den traditionellen Tarotkarten, die ganz normale, weil wie gesagt, die sind ein bisschen anders. Aber du siehst ja, ne, was hier dabei rausgekommen ist. Hier ist alles in Resonanz, ne? Das innere Kind, diese Blockade, die du dann im Halschakra hast, ne? Falls du jetzt sagst, ich habe nie Grenzen setzen können. Endlich kann ich das aber. Endlich kann ich diese Grenzen setzen. Ich bin hier bereit. Du hast hier alles, was du brauchst, Tesoro mio. Hier fehlt es dir an nichts. Du hast alle Ressourcen in dir. Weißt du, was ich meine? Also du kannst hier wirklich nichts Großartiges falsch machen, aber valutiere auch, ne? Das ist ja klar. Ich sag ja nicht, dass du jetzt gleich loslegen sollst, ne? Da muss man auch immer vorsichtig sein. Okay, für dich im Kollektiven, was wird auf dich zutreffen? Was möchte dir hier das Universum mitteilen? Mal schauen, was ist. Guck mal, die fallen hier von alleine. Wow,
Mond. Hier sind Ängste. Hier ist dein Unterbewusst sehr stark. Hier ist das Unterbewusst auch mit dem inneren Kind verbunden. Das ist ja klar, wenn du an dein inneres Kind arbeitest, an deine Ängste, an deine Wunden, kannst du das schaffen, dich mit deiner Seele zu integrieren, mit der Seele zu kommunizieren. Das ist diese Herzstimme. Man kommt leichter ran, ne? Das ist ja klar. Hier ist auch der Karma. Das könnte hier aber auch eine karmische Situation sein, wenn der Mond rauskommt. Arcano Luna ist immer so, ne? Der Arkan Mond bringt immer an sich karmische Dinge, Situationen, die du jetzt überwinden sollst, ne? Oder quasi, du hast sie schon überwindet. Also ganz stark, du hast ja lauter große Arkane. Guck mal, und jetzt endlich kannst du auch mit dir selbst zufrieden sein, dass du hier nimmst und gibst in einer gesunden Art und Weise. Du nimmst nicht nur, sondern du gibst hier, du bist auch gutmütig und diese Gutmütigkeit wird hier erkannt. Ja, das kommt immer darauf an, in welcher Situation du bist. Das könnte ja auch finanziell sein, das könnte ja auch beruflich, in der Liebe sein. Hier sind ganz viele Faktoren. La Torre, guck mal, der Turm, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, guck mal. Hier ist irgendetwas passiert, wow. Das könnte hier auch eine familiärische Angelegenheit sein. Hier ist irgendetwas in der Familie. Hier könnte auch in der Liebe etwas gewesen sein. Aber guck mal, siehst du das? Ich vermute ganz stark, dass hier der Gleichgewicht nicht mehr vorhanden war. Du hast entweder zu viel gegeben oder zu wenig gegeben. Das kommt immer drauf an, ne? Ich weiß ja deine aktuelle Situation nicht. Und dieses Gleichgewicht wurde hier zerbrochen. Das ist nicht mehr vorhanden gewesen. Das Universum möchte dir mitteilen, das Ganze ist passiert, damit du wieder dein Glück finden kannst, ne? 10 der Kelche. Damit hier wieder das Glück herrschen kann in deiner Familie oder in deiner Angelegenheit. Ich weiß ja nicht, was du gerade durchmachst, Tesoro mio, aber die Dinge sind so. Die Dinge müssen hier einfach seine Richtigkeit bekommen. Wenn du nicht handelst, also wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse es, ich schiebe das auch morgen und übermorgen, weißt du, was ich meine? Und irgendwann mal hast du diese ganze Situation, in der du sagst, ich komme nicht mehr voran. Das Universum möchte dir hier sagen, es sollte so passieren, es ist so passiert, damit du die Dinge einfach einsiehst, damit du auch die Dinge verstehst. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, hier könnte eine familiärische Angelegenheit sein, hier könnten auch Gefühle mit dabei sein, das ist ja klar. Das könnte ja aber auch beruflich sein, dass du hier auch eine gewisse Unterstützung bekommst von der Familie. Hier könnten auch finanzielle Schwierigkeiten sein, ne? Dass man hier auch das überwinden kann. Ne? Hier können die Situationen überwindet werden. Mal gucken, ja. Und das wirst du auch, indem du hier auch das verstehst. Das ist, für mich ist Ass der Kelche immer dieses Aufwachen, Erleuchten. Ich wache auf. Ich schlafe nicht mehr in diese Maya-Illusion. Ich lasse mich nicht mehr von dieser Maya-Illusion irgendwie illudere. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Diese Illusion, dass das, was sie macht, ne, mit den Menschen, manipulieren tut, ne, das passiert nicht mehr, weil ich jetzt ganz genau weiß. Ich weiß, wie ich jetzt meine Gefühle äußern kann, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Ne. Wow, fantastisch. Ne? Und das möchte dir das Universum mitteilen. Du kannst ganz, ganz viel erreichen. Aber guck mal, 5 der Münzen ist auch diese Karte. Du siehst nur das Materielle, aber du siehst nicht die Lösung, die dir gegeben wird vom Universum. Das Universum stellt immer uns Lösungen. Keiner auf dieser Welt bekommt eine schwere Situation oder eine Situation zu bewältigen, die schwerer ist, als du das bewältigen kannst. Keiner. Also du wirst auf die Probe gestellt, das ist klar. Schaffst du das? Bist du stark? Aber guck mal. Ich vermute ganz stark, ja, weil du hast ja lauter große Arkanen. Du bist hier als Seele dargestellt. Also die Seele ist dabei. Ich sage jetzt nicht, dass keiner oder dass Menschen keine Seele haben. Nein, das sage ich nicht. Aber bei manchen Menschen ist die Seele einfach in eine andere Ebene. Sie kommuniziert nicht mit dem Verstand, mit dem Körper, ne, quasi mit dem Geist. Die Seele ist ganz woanders. Sie ist gar nicht aktiviert. Da ist nicht diese Aktivierung da. Ne? Man lässt sie nicht
quasi sich aktivieren. Man lässt sie nicht preisgeben, was sie möchte. Ne? Wir sind quasi hierher gekommen dank der Seele. Die Seele ist diejenige, die hier diese Mansion hat. Aber der Geist brauchen wir auch. Das heißt jetzt nicht, dass du nur die Seele aktiviert haben musst, aber du sollst die Seele auch quasi reinlassen. Die soll mitspielen. Weißt du, sie ist irgendwo da, in diesem Unterbewusstsein, auch mit deinem inneres Kind verbunden. Das ist ja alles miteinander verbunden. Und da hast du auch deine ganze Ängste, da hast du auch deine ganzen Wunden und die musst du bearbeiten. Wow, sehr schöne Nachricht. Wie gesagt, du bist hier bereit, das wirst du sein, du wirst hier überwinden. Lusso, Gioia, Oro, das ist Gold, ne? Also quasi hier kommen schöne Dinge auf dich zu. Du kannst hier wirklich ganz viel damit anfangen und guck mal, sie geben mir hier auch eine Zeitangabe. Bei den Karten ist es wirklich sehr schön. Das Ganze kann sich entwickeln zwischen dem 15. und 20. April. Du würdest jetzt, also du könntest jetzt sagen, wow, das ist schon weit, aber die Zeit rennt uns davon. Also du guckst schon irgendwie weg und da haben wir schon vielleicht April, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, dass sich diese Situation in dem Drehraum aktivieren wird. Wie gesagt, das kommt immer drauf an. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Ich bitte dich, nimm nicht alles wortwörtlich. Das ist ja klar, dass es im Kollektiven ist, aber ich sage das immer wieder. Es gibt keine Zufälle. Auch wenn es nur ein Wort ist, bitte setze das um. Auch wenn du jetzt sagst, okay, ich bin bereit. Das reicht mir schon, auch wenn es nur das ist. Ne? Okay, ich würde mich freuen über einen Feedback. Ne? Das ist ja klar, einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.